Was geht ab, Freunde? Heute gibt's noch mal eine neue Folge zu CC, zu dem Motherfucking N4, Freunde. Ja, nicht zu Boss Aura 2, sondern zu CCN4 von Bushido. Link dazu auch unten in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall haben sich ja einige Leute gefragt, was Flair zu der ganzen Sache sagt oder was er davon hält. Natürlich ist er da nicht positiv eingestellt, da er ja auch gegenüber Bushido nicht unbedingt positiv eingestellt ist. Trotzdem haben sich ja einige Leute gefragt, was er so von dem Album hält und so. Das kann man vor allem halt in den Kommentaren öfters lesen bei ihm. Und dann hatte er eben ein neues Bild gepostet, wo es auch um eine Hausdurchsuchung ging. Er hat dann hier runter geschrieben, gestern Hausdurchsuchung gehabt, weil ich auf Bushidos Fanseite, die er selber macht, den Link der Bushido Leaks Seite gepostet habe. Und dann hat eben hier jemand unten kommentiert, komm, sei ehrlich, wenn er dir das angeboten hätte, CCN4 zu machen, dann hättest du doch überlegt, oder? Und dann hat Flair hier kommentiert, hat er Lach-Emojis für kein Geld der Welt. Ja, also da wird auch nochmal deutlich, scheinbar hat Bushido tatsächlich Flair angeboten, mit ihm CCN4 zu machen. Muss ich trotzdem dazu sagen, ob das unbedingt stimmt, ist die Frage. Ja, das muss nicht unbedingt stimmen, weil ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, weil Bushido weiß genau, was Flair von ihm hält und dass Flair ihn zum Beispiel schlagen möchte und so. Und wenn er ihm dann anbietet, mit ihm CCN4 zu machen, ist irgendwie, naja, ja, ergibt nicht unbedingt so viel Sinn, Freunde. So viel dazu, das war dieses kleine Video, ich hoffe es hat euch gefallen, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, Freunde, ciao.